Kaisers präsentiert. Hallo und herzlich willkommen zu Berlin kocht. Heute mache ich ein italienisch-orientalisches Sommergericht. Und zwar gibt es bei mir einen Möhrensalat mit Rucola und kleinen Sesambällchen. Und dazu mache ich eine günstige Alternative zum Saltimbocca, nämlich einfach von der Pute. Und wie es geht, zeige ich gleich. Felicitas hat folgende Zutaten für den Rucola-Salat mit Putenstreifen bei Kaisers besorgt. Möhren, Rucola-Salat, Butter, Sesamsamen, Sesampaste und ein 500 Gramm schweres Filetstück von der Putenbrust. Als allererstes müssen wir mit den Möhren beginnen, weil die brauchen am längsten. Die werde ich jetzt zuerst mal schälen. Ich erinnere mich gerne an die Geschichte auf dem Spargelhof, wo ich gegen die Superschälerin tapft gewonnen hätte im Schälen. Es wurde mir nämlich mal beigebracht, dass man Möhren hier so auf die Hand legt und dann quasi dreht und beim Drehen schnell schält. Und dann geht es ratzefatze. Noch schneller geht es, wenn man sie nicht schält. Die Möhrchen werde ich jetzt kurz in Salzwasser blanchieren, nachdem ich sie in Scheiben geschnitten habe. Weil roh finde ich die immer so ein bisschen hart im Mund. Aber wenn man sie kurz kocht, so 3 bis 5 Minuten in Salzwasser, dann haben sie genau die richtige Knackigkeit für einen Salat. Und ich mache es immer so, dass ich sie schön schräg schneide. Dann sieht es auf dem Teller immer einfach noch ein bisschen hübscher aus, als wenn man normale Scheiben schneidet. Ich nehme jetzt meine Möhren und gebe sie in kochendes Salzwasser. Meine Möhren habe ich jetzt abgeschreckt in Eiswasser, damit der Garprozess unterbrochen wird. Das ist besonders wichtig, wenn man grünes Gemüse hat, weil dadurch behält es seine knackige Farbe und wird eben nicht grau. So, ich kümmere mich jetzt erstmal um meinen Frischkäse. Zum Frischkäse kommt gerösteter Sesam. Und zwar werde ich den einfach in einer Pfanne, Obacht, mit Schere, ohne Fett rösten. Während der Sesam röstet, werde ich schon mal meinen Frischkäse würzen. Und zwar mit frischem Parmesan. Schön fein reiben. Der Parmesan gibt so eine richtig schöne Würze und so eine Salzigkeit. Mm. Und um der ein bisschen entgegenzuwirken, braucht es noch ein bisschen Frische. Die kriegen wir durch Zitronenabrieb. Und für die Säure noch ein kleiner Schluck Essig. Nicht zu viel. So, dann natürlich Salz und Pfeffer. Und ich möchte heute noch ein bisschen Chili an meinem Frischkäse haben. Eine kleine Schärfe, die so hinten rum kommt. Erst denkt man so, ist gar nicht scharf. Und denkt man so, oh, doch ein bisschen. Und dann ist auch schon wieder vorbei. Genau so muss es sein. Für die grüne Farbe und für die Würze gebe ich noch ein bisschen Minze in meinen Frischkäse. Hier wirklich schauen, dass man sie schön fein hackt, damit nicht zu viel Minzgeschmack im Mund ist. Zwischendurch um den Sesam kümmern. So. So, das kommt auch zu meinem Frischkäse. Und etwa die Hälfte von meinem gerösteten Sesam. Die andere Hälfte hebe ich auf, weil da werde ich die Bällchen nämlich gleich noch drin rollern. Deswegen gebe ich den Sesam schon mal auf einen Teller. So. Jetzt vermische ich meine Frischkäsecreme. Und da lohnt es sich auch noch mal hinzuriechen. Man riecht dann die Minze und die Zitrone. Mal kosten. Und es ist schön knackig im Mund vom Sesam. So. Daraus werde ich jetzt kleine Kügelchen formen. Ungefähr so groß. Und die, zack, schmeiße ich jetzt in meinen Sesam noch mal rein. Dann hat man innen ein bisschen Sesam und außen auch. Dann sieht es besonders hübsch aus. Die geben dann nachher dem Salat so eine schöne Cremigkeit. Kann man immer eine Möhre und ein bisschen Sesambällchen auf die Gabel nehmen. Vielleicht ein Stück Fleisch dazu. Ich denke, das kann man sich ganz gut vorstellen. Ah, zwischendurch muss man die Hände waschen, weil sonst passiert das. Ich bin zurück am Set
schließe die Schranktür und mache weiter mit meinem Sesam. Jetzt werde ich die Bällchen vorsichtig hier drin rollen, sodass rundherum Sesam ist und sie nicht mehr klebrig sind, sondern schön knusprig von außen, so wie wir es gern haben. Außen knusprig, innen soft, ne? Schmeckt. Und damit uns der Frischkäse nicht wegläuft bei der Hitze, kommen die Bällchen bis zum Servieren noch kurz in den Kühlschrank. Zu meinem Salat gibt es heute passend zu den Sesambällchen ein Sesamdressing. Und zwar nimmt man dafür Tahin. Das ist quasi blanker Sesam gemahlen, so wie Erdnussbutter, nur eben aus Sesam. Und das schmeckt ganz, ganz fantastisch. Und ganz erdnussig und irgendwie exotisch aufregend. So, dazu kommt ein bisschen Honig. Ein bisschen heller Essig. Ich finde es schön, um die orientalische Note noch ein bisschen mehr herauszukitzeln, wenn man noch eine Prise Zimt dazu gibt. Nicht so viel, dass es zum Dessert wird, aber eben ein bisschen. Salz jede Menge. Pfeffer. Und natürlich Öl. Das wird mit diesem schönen Stab verrührt. Später kommen da die Möhren rein und der Rucola. Und dazu reiche ich ja einen Saltimbocca von der Pute. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Jetzt kommen wir zum Saltimbocca. Und zwar ist Saltimbocca ja normalerweise ein Kalbfleischgericht. Man nimmt eine dünne Scheibe Kalbschnitzel, darauf kommt ein bisschen Salbei und dann ein Parmaschinken. Das wird in der Pfanne zusammengebraten. Wir machen heute eine günstigere Alternative und irgendwie leichter. Wir nehmen einfach Pute dafür. Und zwar nehme ich da so ein Stück Pute. Man kann auch fertige Scheiben schon kaufen. Aber ich mache ja immer gerne lieber alles selber. Und davon schneide ich dünne Schnitzelchen ab. Ihr könnt zu Hause natürlich auch gerne Kalbfleisch nehmen, wenn euch das lieber ist. Dann ist es auch ein bisschen exklusiver dann. So, hier so kleine Sehnen würde ich noch wegschneiden. Die sind manchmal ein bisschen zäh im Mund, aber eigentlich ist Pute ja ein sehr zartes Fleisch. Jetzt fahren wir weiter fort, ganz klassisch über dem Saltimbocca. Und zwar lege ich Salbei da drauf, schön in die Mitte, so 2-3 Blättchen pro Fleisch. Und dann kommt noch Parmaschinken dazu. Auf den Salbei, sodass er quasi darunter versteckt wird. Wehre dich nicht, Parmaschinken, du musst. Oder du darfst zu meinem Gericht dazukommen. So, hier drauf. Und damit das alles schön hält, nimmt man sich einen Zahnstocher und geht einmal hier so auf und ab. Diese vier Schnitzelchen werde ich jetzt in Butter in der Pfanne anbraten. Eigentlich brät man ja nicht in Butter an, weil die dann recht schnell braun wird oder zu braun wird. Aber ich will meine Schnitzelchen auch nur ganz kurz braten. Und dann passiert der Butter auch nichts. Deswegen wähle ich auch ziemlich hohe Hitze und nehme mir so ein richtig schönes Stück Butter. Nachher kommt noch ein bisschen Weißwein dazu und dann entsteht so eine richtig cremige Soße, wo man sein Brot reinditschen kann zum Beispiel. Und da wir hier in der Kochschule Induktion haben, wird es auch ruckzuck heiß. Super praktisch. Wenn die Butter dieses sizzling Geräusch macht, dann ist der perfekte Zeitpunkt, um die Schnitzelchen reinzulegen. Das mache ich jetzt auch. Saltimbocca heißt übrigens auf Deutsch spring in den Mund. Mal gucken, ob die kleinen Puten nachher bei Herrn Bodatz in den Mund springen. Weil es so lecker ist, nämlich soll das heißen. So, wenn die Schnitzelchen schon ein bisschen braun sind, kommt ein bisschen Pfeffer drauf. Die macht man immer erst später, weil sonst verbrennt der Pfeffer in der Soße recht schnell. Und ein bisschen Salz, aber mit dem Salz ruhig vorsichtig sein, weil der Parmaschinken ja schon eine ziemliche Salzigkeit hat. Drehe ich die einmal ganz kurz um. Oh, jetzt sieht es doch gut aus. Dann wird das Ganze mit einem Schuss Weißwein abgelöscht. Hier kann man so richtig schön sehen, wie jetzt so eine richtig sämige Soße entstanden ist. Es ist nicht viel, aber das bisschen reicht schon, um einen guten Geschmack
zu liefern. Und ganz clean. Lecker. So, jetzt kann's losgehen. Ich werde jetzt mal einen Salat anrichten und da habe ich mir einen besonderen Trick überlegt. Also ist eigentlich super easy. Und zwar, wenn man einfach mal einen aufregenden Teller nimmt. Keinen runden, sondern vielleicht mal so einen länglichen. Dann kann man auf der einen Seite das Fleisch platzieren und hier den Salat. Und dann sieht das irgendwie schon spannender aus. Auch wenn es eigentlich ein ganz normales Gericht ist, aufregendes Anrichten, macht es manchmal irgendwie anders. So, erstmal kommen die Möhren mit in das Dressing. Genauso wie der Rucola. Dann mache ich so, dass ich in der einen Ecke quasi den Salat platziere. Dazu kommen dann 3, 4 von meinen Bällchen. Erst dachte ich 4, aber jetzt erinnere ich mich daran, dass man immer lieber eine ungerade Zahl wählen soll, weil das fürs Auge irgendwie spannender ist. Hier vorne habe ich jetzt noch Platz für eins von meinen Schnitzelchen. Und die werde ich jetzt hier drauflegen. Natürlich den Spieß entfernen. Lässt sich auch wunderschön rausziehen. Bisschen was von meinem Sud dazu. Super easy und schnelles Sommergericht. Zack! Das Kaisersrezept der Woche finden Sie auf www.kaisers.de/Rezepte. Herr Bruderz, heute sind wir zu zweit. Schön, dass Sie da sind. Und dazu trinken wir einen schönen Rosé. Diese Sache mit diesem Rosé, also ich habe das Gefühl, liegt es am Sommer oder warum wird auf einmal überall wieder Rosé getrunken oder ist es ein Trend? Rosé ist eigentlich schon immer sehr beliebt, gerade im Sommer. Es ist auch ein Sommerwein und ich persönlich trinke ihn ja sogar mit Eiswürfeln. Ja. Also ein richtig schöner, das ist ein Korsischer hier von der Insel Korsika. Aber es gibt mittlerweile ja auch in Deutschland sehr schöne Rosés, Weißherbst. Ja. Und die besten kommen natürlich aus der Provence. Also Rosé kann man im Sommer mit Eis, ohne Eis, eiskalt serviert, wunderbar trinken. Also man muss ihn kalt servieren, ganz wichtig. Auf jeden so kalt wie möglich. Und der ist doch schön. Oh, der ist schön. Und passt hier natürlich auch. Der ist wirklich schön. Die Verbindung jetzt mit der Karotte, wahrscheinlich auch dem Salbei, das ist wunderbar. Das will man ausprobieren. Sieht übrigens sehr schön aus. Ja, ein bisschen anrichte Tricks und dann geht's schon los. Also man kann das natürlich auch mit Pouladenbrust machen oder auch ich persönlich mit Entenbrust. Die knackigen Möhren oder Karotten. Wo sagt man eigentlich Karotte? Möhre? Ich sage Möhre. Mehr Süddeutschland, Möhre, oder? Genau, und da in Bayern, wo ich herkomme, da sagt man sogar gelbe Rüben. Die Bällchen, auch wunderbar. Also, das ist wirklich ein traumhaft schönes Sommergericht. Auf den Sommer. Großartig. Auf gutes Essen und gute Getränke. Ach, draußen sitzen. Bei schönem Wetter. Das Allerbeste, ne? Toll. So, dann hoffe ich, dass ihr jetzt ganz schnell rausgeht, euch draußen hinsetzt und was Leckeres esst. Wir werden unseren Teller noch aufessen und dann auch rausgehen, oder? Genau, machen wir. Bis nächste Woche bei Berlin Koch. Präsentiert von Kaisers.